Guten Tag, ich wurde vor einer Weile mal gefragt, ob ich ein Video machen kann zur M3 Feldmodifikation und dafür ist gerade eine gute Zeit, weil das Ganze ist ein Premium-Trupp. Und genau dieser Premium-Trupp, der ist nämlich gerade reduziert, der ist auch so nicht gerade teuer. Deswegen schauen wir uns im heutigen Video an, ob es sich lohnt, die paar Euro dafür auszugeben. Vorab erstmal zur Geschichte von der M3, das ist ja mit eine der bekanntesten Maschinenpistolen des Zweiten Weltkriegs. Und die wurde damals von dem deutschstämmigen Konstrukteur George Hyde entwickelt, und zwar 1942. Die Idee dahinter war einfach, dass man die teure und kompliziert herzustellende Thompson ersetzen kann. Die M3 hat damals den Namen Grease Gun erhalten von den Soldaten, weil sie einfach aussieht wie eine Fettpresse. Also Grease Gun heißt übersetzt Fettpresse. Und die wurde tatsächlich bis 1990 noch von Panzerdivisionen genutzt aufgrund ihrer handlichen Größe. Insgesamt wurden davon 679.200 hergestellt, das ist eine ordentliche Anzahl. Und jetzt kommen wir zur M3 Feldmodifikation. Und zwar gibt es ja die normale Grease Gun, dann gibt es die M3A1, wo ein paar Sachen geändert wurden, weil es gab damals immer Riesenprobleme mit dem Spannhebel, weil diese Klappe, die oben drauf ist auf der Grease Gun, das war damals gleichzeitig die Sicherung und das war ein Riesenscheiß. Und die Feldmodifikation, das war quasi dann einfach eine umgebaute Version der Soldaten direkt, wo einfach damals der Standardgriff zum Spannen entfernt wurde und dann wurde hinten eine Rille reingeschnitten und da wurde ein provisorischer Spanngriff angebracht, weil das den Soldaten halt auf den Sack ging. Wenn wir uns die M3 Feldmodifikation angucken, die hat jetzt eine höhere Feuerrate als die normale Grease Gun. Ich kann euch ja mal die M3A1 und die Feldmodifikation, die zwei Stats einblenden. Da seht ihr mal den Vergleich. Wir haben eine Trefferkraft von 8,2, das ist eigentlich recht solide. Und haben eine deutlich höhere Feuerrate von 470 Schuss. Nachladezeit nur 2,2 Sekunden, vertikaler Rückstoß und horizontaler von 19, das ist auch nichts. Und die ganze Waffe gibt's aber nur in Full Auto. Du kannst aber auch wunderbar Tapfire mit dem Ding, weil die Feuerrate ja jetzt vergleichsmäßig doch nicht so hoch ist. Und die Grease Gun, muss man sagen, ist immer ein bisschen verhasst, weil das ja so die Anfängerwaffe ist eigentlich in jedem Spiel von den Amerikanern, was jetzt im Zweiten Weltkrieg spielt auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, die Grease Gun ist an sich echt eine gute Waffe und diese M3 Feldmodifikation sowieso, das war der erste Premium-Trupp, den ich hatte. Und ich habe den immer noch dabei. Ich finde, die Grease Gun lässt sich super spielen. Du hast einen hohen Damage, du hast kaum Rückstoß und damit kann man auch recht präzise mal ins Maul schießen, wenn es sein muss. Der Premium-Trupp, der besteht aus 4 Sturmsoldaten, die sind jetzt bei mir ausgerüstet mit einer Colt, Phosphorgranaten und 3 Erste-Hilfe-Kits und die kommen auch mit recht guten Perks und zwar ist da 12% Nachladegeschwindigkeit dabei und 20% schnellere Geschwindigkeit beim Zielen. Die restlichen Perks sind Mist, die kann man dann ruhig auswechseln, aber ich bin eigentlich so ganz zufrieden mit dem Trupp, wie er ist. Und wie ich ja vorhin schon gesagt habe, der Premium-Trupp, der ist aktuell reduziert, der ganze Normandy-Sale, der geht jetzt noch bis zum 12. und normal kostet dieser Trupp 875 Gold. Das ist an sich schon nicht viel. Und da der ja gerade reduziert ist um 50%, kostet der jetzt nur noch 438 Gold. Das ist halt nichts im Vergleich zu den anderen Preisen hier im Spiel. Und 438 Gold, das ist halt einfach nichts. Und ich weiß noch genau, damals war das auch im Sale, deswegen habe ich mir damals den Trupp gekauft. Deswegen muss man eigentlich nicht groß diskutieren bei dem Preis, ob sich das lohnt, der Trupp. Klar, für den reduzierten Preis jetzt sowieso. Aber ich finde selbst der Preis für 875 Gold ist noch gerechtfertigt dafür, dass der Trupp wirklich sehr gut ist. Wie gesagt, ich bin jetzt bei beiden Seiten durch mit der Normandie und trotzdem habe ich den Trupp immer noch dabei und habe keinerlei Probleme, den zu spielen, da die M3 Feldmodifikation tatsächlich echt eine super Waffe ist. Deswegen, wenn einer überlegen sollte, sich diesen Premium-Trupp zu holen, von mir klare Kaufempfehlung für 438 Gold. Das ist nicht so eine Rieseninvestition wie ein Jagdpanther. Da macht man auf jeden Fall nichts verkehrt. Das kann ich eben nur ans Herz legen. Der jetzt vielleicht in der Normandie noch ein bisschen Amis grinden will, das macht das Leben auf jeden Fall ein bisschen leichter mit dem Trupp. Und wenn man dann mit der Hilfe von dem Trupp die Normandie irgendwann durchgegrindet hat, dann erreicht man ja auf dem letzten Level die Hellcat. Und wie gut die Hellcat ist, das erfahrt ihr im Video hier oben links. Dabei danke ich mich fürs Zuschauen. Haut da rein.